Hallo zusammen, hier ist wieder euch da und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so eine Kleinigkeit hier in der guten alten Garnison zeigen, denn da hat Blizzard ein bisschen was an dem Auktionshaus gedreht. Und ja, der eine oder andere wird sich fragen, was, in der Garnison gibt es ein Auktionshaus? Ja, da konnte man sich eins basteln, beziehungsweise kann das auch immer noch und es geht mittlerweile wesentlich einfacher. Wie funktioniert die Sache? Ihr braucht einmal ein schickes Gebäude und zwar habe ich das hier oben hingepflanzt, das ist der Handelsposten, wie ihr oben lesen könnt. Und dort gibt es einen NPC, wenn man, glaube ich, auf Minimumstufe 2 hat. Und dort braucht man 4 Items. Es waren mal 5 Items, um den zu basteln. Und was das Item ist, was rausgenommen ist, beziehungsweise welche Items ihr noch braucht, werde ich euch jetzt mal kurz sagen. Also man braucht einmal diesen Arkankristall, also dieses Arkankristallmodul. Das hat man bekommen, indem man 4 so Arkankristall-Sachen zusammengesetzt hat, die man random über die Garnisonsinvasion oder Draenor Raids bekommen hat. Das Zeug kann man sich alles im Auktionshaus kaufen. Ihr seht hier gerade 11.000 Gold. Ist jetzt nicht sonderlich teuer, kann man sich aber easy zusammenfahren. Dann das zweite Modul ist hier dieses Auktionskontrollmodul. Das hat man quasi wieder gekriegt, indem man 3 von den Unter-Items zusammengesetzt hat, die man aus Draenor Dungeons bekommen hat. Dann haben wir hier dieses super cool Modul. Das haben wir quasi von Random Drops aus von Mobs aus Talador, was glaube ich Schattenmontan und Nagrand. Genau, braucht man auch wieder 3 Unter-Items, um das hier zusammenzusetzen. Und hier das letzte Item hat man dementsprechend aus den anderen 3 Zonen gekriegt, also Frostfeuergrad, Gorgond und Spitzen von Arrak. Sprich, das waren die Sachen, die eigentlich jeder zuhauf gekriegt hat. Und also sowohl die zusammengesetzten als auch die Unter-Items, wo man das braucht, um es dementsprechend zusammenzusetzen, die sind eigentlich immer mal hart gewesen, beziehungsweise sind sie eigentlich auch noch. Ja? Also das waren die ganzen billigen Sachen. Das teuerste war dieses universelle Sprachmodul, genau das war's. Und das war das verdammt teure und das hat Blizzard jetzt rausgenommen. Warum haben sie das rausgenommen? Und zwar sind diese einzelnen Parts davon, das waren glaube ich auch 3 Stück, in Ashran gedroppt. Und relativ schlecht auch, beziehungsweise es hat keiner in Ashran Mobs gefarmt, weil man da ja großartig PvP am machen war. Und ich habe damals in Worlds of Draenor fast, bis ich mit den Generationen angefangen habe, Gold zu verdienen, fast, ja, 70-80% meines Goldes dadurch verdient, dass ich die Dinger in Ashran gefarmt habe. Und ich bin stinkreich damals geworden in dem Ding, weil ich habe die einzelnen, die Untermodule teilweise 40-50.000 Gold verkauft und habe eine Stunde mehrere farmen können. Und damals war das Gold ja auch noch ein bisschen mehr wert. Das braucht ihr nicht mehr. Sprich, ihr könnt wahrscheinlich, wenn ihr günstig rauskommt, für ein paar tausend Gold euch jetzt diese ganzen Items zusammenkaufen und habt eure eigenes Garnison quasi euren eigenen Auktionshaus Roboter stehen und ja, seid quasi ein bisschen ungestört, da kann die gegnerische Fraktion den Auktionshaus Hanswursten nicht umboxen. Ich sag mal so, es gibt ja jetzt dann auch dieses Mount mit BFA, wo man dementsprechend 5 Millionen Gold latzen muss, dann hat man auch ein Auktionshaus dabei. Das wird sich nicht jeder leisten können und die Leute, die quasi nicht Exports usen wollen, um dementsprechend zum normalen Auktionshaus zu kommen, können immer schön über den Garnisonsruhestand hierher kommen und dann, wenn sie ihr Auktionshaus gebastelt haben, jetzt wesentlich günstiger, dementsprechend ihr Auktionshaus hier nutzen. Das war's auch schon von dem Video. Schreibt mir gerne rein, was ihr davon haltet. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.